Grüßt euch und herzlich willkommen zu einer neuen Holzfuchs-Folge. Heute in einem neuen, ungewohnten Format. Ich war in den letzten Tagen beschäftigt mit der Weizenernte und habe dabei ein bisschen Videomaterial gesammelt. Und das werde ich euch heute gerne zeigen. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dabei. Dann bin ich gefreut. Schaut es euch an. Viel Spaß! Ja, in der Erntezeit helfe ich bei einem Bekannten immer aus, die Mähdreschen zu fahren. Also hauptsächlich bei der Weizen- und Maisernte, Körnermaisernte. Und ja, wie eingehend schon erwähnt, habe ich da jetzt mal ein bisschen Videomaterial gesammelt. Eigentlich war es nur ein bisschen ein Test, was man da rausholen kann. Es sind ein paar ganz gute Szenen entstanden, wie ich finde. Und das würde ich euch heute ganz gerne mal vorstellen. Unterwegs bin ich da jetzt mit einem Case IH 6088 Mähdrescher mit einer Leistung von 330 PS, Schnittbreite 7,30 m. In der Ausführung mit Allrad angetrieben. Genau, ich fahre da auf Niederbayerns Feldern auf und ab und dresche damit den Weizen. Ich würde euch da jetzt ganz gerne mal ein bisschen mitnehmen. Ein bisschen was zum Hintergrund erklären. Das ist natürlich auch der Grund, warum dass ich in letzter Zeit so oder meine Videos immer so verspätet angekommen sind. Es war ziemlich mieses Wetter in letzter Zeit. Also das Wetter hat uns dann nicht wirklich auf die Felder gelassen. Und dann waren es immer so tageweise, wo dann der ein oder andere durchdreschen wollte, wo wir das dann auch getan haben. Und dementsprechend habe ich dann die Arbeit in der Werkstatt ein bisschen zurückgestellt. Jetzt die letzten zwei Tage, oder eigentlich die letzten drei Tage war es brechend heiß bei uns. Dementsprechend ein hervorragendes Erntewetter. Das haben wir natürlich alle ausgenutzt. Also alles, was da irgendwie dreschen hat können, war auf den Rädern und auf den Raupen draußen auf die Felder unterwegs. Und jetzt sind wir auch so ziemlich fertig. So vereinzelte sieht man immer noch fahren. Aber wir sind jetzt gestern fertig geworden. Ja genau, das zum Hintergrund. Wie gesagt, da werde ich jetzt gerne noch die Impressionen ein bisschen genießen lassen. Im Hintergrund ein bisschen Musik. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Auch über jedes Abo freue ich mich immer. Es werden ja stetig mehr. Und ich glaube, da bringen wir schon ein bisschen was auf die Füße. Gerne auch mit Kommentaren versehen, also ihr dürft da immer gerne noch was drunter schreiben, wenn ihr das möchtet, wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinem Video, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal, euer Holzfuchs. Shutting up, sing words, flipping me the bird.
Hogging up the road on my blower, chugging, 5 miles an hour.